Hallo alle zusammen, ich bin Daniel Bachmann-Andersen und ich wünsche euch herzlich willkommen hier auf Kleppenhus, wo ich einmal zeigen möchte, dass das hier ein Familienbetrieb ist und wir alles zusammen machen als Familie und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Es ist Montagmorgen, später Vormittag, im Wald von Ebeltoft und wir sind in der Nähe von Kleppenhus und da treffen wir immer montags im Wald Daniel Bachmann-Andersen, unterwegs mit seinen Pferden. Moin Daniel! Moin, grüß dich! Na hallo, ihr zwei wart schon schön unterwegs. Ja, ist so toll hier. Dann komm doch mal runter, dann schnacken wir ein bisschen. Jawohl, gib ihn mal eben ein bisschen ab hier, der Lars ist einmal mitgekommen. So, welchen schönen hast du denn hier mitgebracht heute? Das hier ist der 7-jährige Hengst Zac Efron. Der stammt auch von Zac ab und Don Larino ist im Besitz von Sissi Masseure vom Vorwerk. Und den habe ich seit 5-jährig jetzt im Beritt gehabt und war jetzt erstmal gerade auf Turnier, das erste Mal. Und gleich ein Sieg mit 75%, also das ist echt überragend. Diesen Sieg, Daniel, von dem du gerade gesprochen hast, den hast du schon auch ein Stück weit hier im Wald erritten, wenn ich das so sagen kann, oder? Das montags, wir treffen dich im Wald, ist ja kein Zufall. Du bist jeden Montag im Wald, jeden Donnerstag mit, glaube ich, allen Pferden. Was ist die Philosophie, die dahinter steckt? Also erstmal für die Pferde dieses vielseitige Training und dann auch einfach Luft zu kriegen, einfach mal aus der Halle zu kommen, happy zu werden und auch einfach gesundheitlich ist es so viel besser für die Pferde, dass sie in verschiedene Böden gehen, ein bisschen bergab, bergauf galoppieren, traben, auch mal ein bisschen den freien Kopf haben, auch mal bocken dürfen und auch mal was sehen. Dann ist es auch oft so, wenn man dann auf Turnier kommt und die was Neues sehen, das haben die schon gelernt, dass es nichts Schlimmes ist. Und das machst du tatsächlich mit jedem und das ist auch nicht nur ein bisschen Schritt und Tütü, sag ich mal, sondern Schritt, Trab, Galopp und auch mal... Richtig und auch richtig nach vorne und auch mit einem leichten Sitz und auch manchmal zurück auf Pirouettengalopp und manchmal auch Seitengänge, Übergänge, bergab zu galoppieren, traben. Dann kommen die schön unter und runter unterm Schwerpunkt von alleine. Man braucht quasi nicht so viel machen dafür. Einfach nur das Pferd in der Balance halten und dann bald so ein bisschen mitgehen. Alles Mögliche, worauf ich so, wo es gerade passt für das Pferd und was das Pferd individuell braucht in dem Moment. Jetzt hast du schon ganz viele Stichworte gegeben. Vielseitig, Spielen, Spaß. Da fällt mir bei Männern doch sofort noch was ein. Da spielst du auch ganz viel mit auf dem Hof, wenn es ums Heu geht und die Halle. Und was ist das wohl? Ja, also mit dem Trecker in die Halle schleppen und mit dem Radlader dann Heu rumfahren und meine Mist aufschieben. Und ja, das muss ich auch. Klar macht man das alles als selbstständig, aber das mache ich auch gerne und finde das toll. So, wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Wir gehen mal zu deinem zweiten Lieblingsgefährt, Trecker. Halle abziehen kannst du, wissen wir, aber... Wir haben eine kleine Challenge vorbereitet. Daniel, nimm doch mal bitte Platz. Tiril, irgendwie mit da drauf, dass du gut gucken kannst. Durch das Tor, durch das nächste Tor, Achtung, Bälle wie beim Vierspännerfahren. Außenrum, durchs Tor zurück, aber bitte mit verbundenen Augen. Und Tiril, du bist praktisch das Auge. Du sagst Gas, Bremse, rechts, links. Und das ist jetzt eure Challenge, ob das hier mit dem Teamwork auch so funktioniert oder eben nicht so. Ja, die muss schon über die Augen, ne? Ja. Nicht und das Kinn. Kommt gleich. So, Aufgabe ist klar. Okay, es müsste, wenn es geht, alles heil bleiben. So. Super. Viel Spaß. Ja, das. Ja, das. Skathölder. Ja, du spielst nur den Gipfel. Du spielst Skathölder. Das geht gerne. Feuer? Ja. Du warst
echt so, die Erklärung. Jetzt ein bisschen anhalten, jetzt musst du ein bisschen zurück, jetzt musst du ein bisschen links, jetzt musst du ein bisschen rechts. Ne, jetzt ein bisschen wieder zurück. And then I said, turn a little bit. No faster, now not so fast. Also, was lernen wir? Auf Umwegen kommt man auch zum Ziel. Und dann ist alles gut. Piaf Passage, wir hatten alles drin. Also ich würde sagen, wir lassen es absolut gelten. Dream Team, ihr habt eine Lösung gefunden. Tipptopp, vielen Dank. Halleluja. So, ihr zwei. Piaf Passage mit dem Trecker, alles geschafft, Halle abgezogen. Was ist so das Letzte am Tag, was hier passiert? Ich gehe ganz gerne selber oft da einmal eben durch den Stall, einmal die Pferde checken. Und dann liebe ich das echt auch, wenn die da gefüttert sind und das Kauen hören, die Ruhe, das eingekehrt ist im Stall. Das finde ich echt einfach ganz toll. So, jetzt stehen wir ja schon noch mal hier beim Star im Stall, oder? Marshall Bell? Ja. Du hast mal irgendwann gesagt, dieses Pferd hat ein riesengroßes Herz. Das ist jetzt ein Satz, den sagen ja mehrere Reiter. Und ich glaube, jeder muss das von seinem Pferd auch irgendwie denken. Aber was macht denn sein Herz so riesengroß? Dass er halt einfach überall gehen wird. Und egal, was für Herausforderungen, bodentechnisch oder Zuschauer oder enges Viereck oder großes Viereck oder völlig egal. Der geht überall rein mit Ohren nach vorne und will sich einfach zeigen und alles geben und nie einen Fehler machen. Er ist wirklich unglaublich. Ich habe den ja jetzt nicht so viele Turniere geritten, aber der hat sich immer gesteigert und immer besser und wir haben immer einen drauflegen können. So. Der hat immer mitgespielt. Ich habe aber auch immer versucht, dass man den nicht überfordert, dass man immer nur eine Aufgabe stellt, die er lösen kann. Und ich bin sehr vorsichtig auch immer, auch zu sagen, deswegen ist er dieses Jahr keine Weltcups gegangen, weil er so jung ist und noch so grün ist, dass ich eigentlich mich lieber auf dieses nächste Championatsjahr vorbereiten möchte. Also ganz klar, Ziel Herning. Ja, ganz klar. Kannst ja fast hinreiten, ist ja gar nicht so weit von euch, mehr oder weniger. Stimmt. Ihm wird es, glaube ich, nichts ausmachen. Konditionell ist er... Der ist sehr, sehr gut konditionell. Und ja, er würde da hinlaufen und auch noch laufen können. Gab es mal einen Moment, in dem er dich total verblüfft hat? Ja, bei dem Grand Prix, bei der Europameisterschaft in Hagen letztes Jahr, da hat er mich wirklich verblüfft. Er war ganz, ganz toll die ganze Zeit da, im Training und auch so generell hat sich super gut gefühlt und dann beim Abreiten da auch richtig gut. Dann sind wir aufs 10-Minuten-Viereck gekommen. Da wurde der richtig nervös. Also so richtig, so innerlich verspannt und man hat gedacht, oh, jetzt verliere ich ihn. Ich verliere wirklich dieses Miteinander. Und dann habe ich auch wieder, was machen wir? Okay, ich reite einfach ein paar Übergänge. Galopp, Trab, Galopp, Trab. Und er war so wild und er war wirklich heiß. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir einfach mal rein und geh Schritt. Und dann bin ich reingekommen und man sieht das auch, wenn man jetzt die Videos anschaut. Ich schreite erstmal Schritt, den ganzen Weg rum, nur Schritt. Und habe nur mit dem geredet und ihn nur ein bisschen gelobt und komme mal wieder runter. Und dann habe ich gemerkt, als ich da reinkam, der hat sich so ein bisschen einmal umgeschaut, runter, dann fiel in ihm die Schulter runter. Und dann habe ich aufgenommen, angaloppiert und rein. Und er ging seinen besten Grand Prix bis jetzt. Also das war wirklich irre. Da kam ich raus und ich war so, hätte die Europameisterschaft gewonnen. Also für mich so. Und es war das allererste Mal, hast du gerade vorhin erzählt, noch nie hatte der vorher Zuschauer. Nein, das war ja nicht möglich. Wegen Corona hat er nie vor Zuschauer gegangen, aber das war dann das erste Mal. Also das macht ihm jetzt nichts aus. So, von daher ist es, der ist schon wirklich toll und der ist noch nicht an seinem Limit gegangen, noch gar nicht. Also da ist noch so viel Luft nach oben, weil er auch allein wegen, weil er mehr Kraft haben muss und hat auch jetzt auch über den Winter gekriegt. Also ich freue mich unglaublich auf die nächste Saison. Gut, wir sind ziemlich gespannt auf euch natürlich weiterhin. Du bist ja auch in sehr engem Kontakt mit seinem Besitzer. Ja. So viel ich weiß, sprecht ihr täglich? Ja, Christian und ich, wir sind sehr enge Partner und ich habe drei Pferde von ihm und seiner Frau Vivi. Und Christian ist einfach so ein ganz toller Mensch und ich benutze ihn eigentlich sehr oft als auch so ein Führerräte und auch einfach mal übers Leben reden. Er hat sehr viel Lebenserfahrung und hat mit Pferden sein ganzes Leben lang gearbeitet und gemacht. Er kann ja nur heute nicht hier sein, aber wir haben ihn sozusagen mitgebracht. Ah, toll. Okay, Daniel, you're one of my best friends. You're a very good rider. My dream was always to have a horse in the 80s. And you make the dream come true.
And so I think with Marshall we have had quite a journey, and at the same time we have had a lot of fun together, and that also makes his life really good. So yeah, I think it looks really good for you. Das ist ja cool, das hätte ich nicht gedacht. Ja, wie schön. Das naja, war schon sehr schön, oder? Cool. Da aber hat man das. Genau so ist das. Genau so ist das. Übertreibe ich, wenn ich sage, fast gehört das so ein bisschen zur Familie? Ist es natürlich toll, so jemand an deiner Seite zu haben, die auch einem kennt, seit man, also durch seine Frau, von wirklich klein an. Und sie, die kennen die ganze Geschichte und kennen mich sehr, sehr gut. Und wenn ich da bin, auch bei denen auf dem Hof, gibt da Unterricht oder Pferde ausprobiere oder so, schlafe ich auch bei denen und esse bei denen. Und das ist immer ganz, ganz familiär und entspanne mich auch und bin ich wirklich mich selbst dann auch. Und das ist echt toll. Familie, das Stichwort ist jetzt echt ein paar Mal gefallen. Also Familie, das ist schon für dich mega riesen wichtig, wenn ich das richtig hier erzähle. Einmal die Bedeutung für dich von Familie, Tirel, deine Kinder. Das ist alles. Also ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht meine Familie hätte, die mir immer unglaublich unterstützt haben, auch die Zeit bei Blue Horse. Tirel ist ja immer überall mitgereist und hat mich unterstützt und gefilmt und stand immer hinter mir in jeglicher Situation. Und jetzt sind wir ein bisschen mehr gleichwürdig, sag ich mal so, in dem Sinne, dass sie jetzt auch das Business mitmacht. Und sowieso, also mit den Kindern, dass wir hier zusammen auf dem Hof wohnen und die spielen, die reiten, also wir machen alles zusammen. Und ja, wenn wir auf Turnier fahren und im LKW schlafen zusammen, das ist wie Campingurlaub für die und das ist total schön. Die finden das eigentlich nicht so wichtig, die Pferden, aber so, dass wir einfach zusammen in diesem Living sind und so, das ist eigentlich richtig, richtig toll. Gibt es auch so eine richtige Family-Time für euch, dass ihr wirklich sagt, also okay, jetzt keine Pferde, kein Turnier? Family. Genau, also da machen wir so oft wie es geht, dann kochen wir dann abends zusammen und sind dann halt einfach wirklich nur wir. Wir sprechen nicht über die Firma oder die Pferde oder sonst was. Manchmal passiert das auch, das ist ja unmöglich nicht zu machen. Aber oft dann haben wir eigentlich die Regel, dass wir eigentlich die Kinder fragen, was habt ihr gemacht heute, was ist bei euch passiert, erzähl mal was. Und die fangen dann an zu erzählen und dann hören wir denen zu. Okay, da wird zusammen gekocht und in der Küche ist aber dann, glaube ich, Tirel die Chefin? Ja, 100%. ich mag gerne dabei helfen, aber oft dann trinke ich einen Rotwein oder erzähle irgendwas Lustiges. Also, oder wir unterhalten uns einfach und die Kinder, die spielen noch oder gucken noch Fernsehen oder irgendwas währenddessen. Und dann haben wir unsere Zeit da, holen wir die Kinder dazu. Manchmal sind die auch dabei beim Kochen. Also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber das ist eine schöne Zeit, die man sich eigentlich jeden Tag auch drauf freut, weil das ist so der Abschluss des Tages. Hello! Oh, the boss of the kitchen. Wow, that looks good. What is it? Spaghetti bolognese. One of your favorites? One of the whole family's favorite, yeah. Oh, that's perfect. Yeah. So, as Daniel is still with the kids. He's with the kids, yeah. Let's talk about him. I love it. So you know him very well, very long. Is he boring? No. Of course, he's a super, super, super rider. That's, of course, why you married him. Of course, yeah, sure. First thing. What else, yeah. So if he's... No, let's start the other way around. He is sitting in the saddle. What do you like most? That he's seeing every horse as an individual. Is he doing that the same with the people? Yeah. Yeah? Yes. And did you see him? You were very young. Yeah. How old were you? Well, we 21. 21 is very young. And you did see him and you knew already? This from the first time I met him. It's, people almost don't believe it, but it was like when we met, it was like, it's gonna be us. We match so well, we complete each other. And I think that's what I like the most about him. My weaknesses are his strengths and the things that he's not so good at are my strengths. So of course we want to know what are your strengths and what are No, I asked for that one, didn't I? Give us one example. No, but you know, if we have some pressuring situation, we all have our things where we, you know, don't manage so well. Sure. And when I go
you know, mental, like, oh, I can't do this. Then he's like, we'll be fine. And when he's doing the same, like, I can't take this situation, then I'm, for some reason, the one that says, of course we can do this. Whenever have you had the situation that he said, I can't do it? Before a championship or something? Is he under real pressure? For instance, yeah, when there comes extra pressure on. Yeah. Then it's good to be two. Okay. Do you ever fight with him? Of course. Everyone, yeah, everyone fights. But he always seems so in a very good mood. Yeah, no, but as a husband and wife, we always, everyone have arguments. Of course, it's totally normal. And who is the one who is saying, now it's enough, it's... Who's the winner? Okay, let's put it that way. No, that depends on the argument. Oh, okay. Is he a romantic guy? He doesn't do flowers on a daily basis. Which is a good thing, because then he do flowers. Mm-hmm. It's because it's a special occasion. Okay, and so he does. And he does, yeah. Does he like candles? He thinks it's nice when we light them, yeah. Okay, so a bit romantic. A little bit romantic, yeah. Okay, very good indeed. So, oh, this is bubbling. It's boiling, yeah. So everybody is hungry? Everybody's ready to eat, yeah. Let's take the pots. So, jetzt gibt's Futter. Schön. Wird auch Zeit, ne? Ja, wir haben Hunger. Ich auf jeden Fall. Ah ja. Super. So, Kinder, jetzt geht's da mit Gianna. Ey, klar. Lieber Zettel zur Lärken her. Super. Warte, fang mal an. Okay, Frederik, voll ist minder. Ups. So, wir lassen es uns jetzt erstmal ordentlich schmecken. Ja, ist ja auch eine nette Portion, meine Herren, nochmal. Sag ein riesen Dankeschön an euch, dass wir hier sein durften. Und ich verspreche, Folge 2 wird erstens schnell, zweitens sehr sportlich und vor allen Dingen mit wahnsinnig viel Sand. Tschüss, bis dahin.